Wir erben Eigenschaften von unseren Eltern. Manchmal ist es ganz offensichtlich, wenn die Kinder zum Beispiel die gleiche Augenfarbe haben wie ihre Eltern. Dies ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch in der Tier- und Pflanzenwelt. Doch nicht immer ist es so offensichtlich erkennbar, dass sich Eigenschaften auf den Nachwuchs übertragen. Wenn zum Beispiel das Kind von zwei braunäugigen Elternteilen blaue Augen hat oder ein Wellensittich blau ist, statt grün wie seine Geschwister. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.